Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Das war ein Panoramaschwenker der besonderen Klasse. Der Kameramann war, glaube ich, zwei Wochen, Wochenende nur in einem Kurs, um Panoramaschwenker zu üben. Und hier wollte er es vorführen. Es hat sehr gut funktioniert. Ich bin schon dabei, die Sturzschallung hier zu montieren. Ich habe nur eine Seite dieser Bretter gehobelt. Die rechte Seite, die schaut nach außen, damit sich die Holz durch die Spannung selbst mit den Wangen quasi wieder andrückt an die Unterkonstruktion. Die Hinterseite ist zähgerau. Und die Stöße lasse ich circa, also die Luft zwischen den Brettern, circa 1 cm oder 15 mm. Die sind unbesäumt, also der Schnitt ist vom Sägewerk noch relativ ungenau, ist aber egal, wird abgedeckt durch die Stoßleisten, die in einem späteren Video kommen. Jetzt werde ich einmal zeigen, wie ich so ein Brett herrichte. Das Hobeln zeige ich nicht mehr, das Hobeln könnt ihr in einem anderen meiner Videos sehen, bei Dielenbodenherstellung, da gibt es zu sehen, wie man sowas hobelt. Aber wie gesagt, abrichten ist weggelassen. Das Brett habe ich jetzt abgelehnt. Der Anschlag ist leider nicht so lange einstellbar, jetzt muss ich bei jedem Brett messen. Ich könnte mir hier irgendeinen Gegenstand hinstellen, den ich immer anstoße, aber für die paar Teile ist es egal. Jetzt fahre ich einmal mit der Bandschleifmaschine mit einem 80er Papier drüber, damit die Oberfläche halbwegs schön wird. Jetzt ist das halbwegs glatt. Stelle ich mir das hier her. Halbwegs meine Luft circa mit 1 cm, 15 mm. Und dann kommt ein Nagel hinein. Dann kontrolliere ich die Waage. Wenn es nur auf einen Nagel hängt, kann man das noch gut bewegen. Passt gleich. Obere mache ich dann alles auf einmal mit der Leiter und die nächsten Schritte sind die Fensterleibungen, muss ich leimen, daher habe ich das ausgelassen. Sinnvoller wäre es natürlich gewesen, ich hätte von einer Seite alles durchgearbeitet, aber das halte ich psychisch nicht aus. Ich will sehen, dass sich was bewegt und jetzt sind Bretter hier, jetzt sehe ich was, jetzt kann ich in Ruhe die Fensterleibungen verleimen, Leimregel linke, rechte Seite. Werde ich auch ein kurzes Video machen. Das wird dann hier hereingeschraubt oder mit PU-Schaum und der Rest mit Steinwolle. Und in einem anderen Video wird man noch sehen, wie ich diese Astlöcher zumache. Ich will das so machen mit einem Gips. Werden wir auch noch sehen. Dann kommen Stoßleisten und dann kommen die Sessleisten und oben die Randleisten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war kein spektakuläres Video. Ich werde versuchen, im nächsten Video einen Salto rückwärts zu üben, um das Video etwas spannender zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich gebe mir Mühe, jede Woche ein bis zwei Videos zu machen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen rauf nicht vergessen, einen netten Kommentar vielleicht, warum hast du immer einen roten Pullover an? Ganz einfach.
man spart, wo man kann. Ich sage danke und schöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal.